3, 2, 1. Pussy am Start. Hallo Leute, heute zum neuen kompetenten Commentary von mir auf diesem Kanal. Und ja, es ist heute die DSR 50 mit Vollmantel und dem Prozessor da, dass es nicht so wackelt. Als zweiter für die Cup 40 geworden. Auf der Map Drohne heißt die, genau, Drohne. Herrschaft. Sorry, dass ich nicht weiß, wie der Prozessor oben heißt, da ich das Spiel sehr wenig spiele. Dabei habe ich noch im Koffer die S-Mine und als Abschlussserien habe ich Predator oder wie die heißt, das Geschütz und den Orbital-Satelliten. Ja. Es ist ein Spielmodus, den ihr von mir sehr oft kennt und dadurch werde ich auch noch nächste Woche ein Gameplay darüber machen. Es ist der Spielmodus Trainingslader Ziel. Der mit den Bots und ich weiß, ich bin Noob, dass ich das Spiel, aber ich brauchte unbedingt ein Gameplay. Das sehr schnell so. Und ja. Aber zum heutigen Thema, wie ihr schon oben gelesen habt in der Beschreibung, fette Frau und Black Ops 2. Was für ein Hintergrund hat das? Ich wollte ein bisschen das Thema noch geheim halten, bis ihr reinschaut und das Thema dann wirklich hört. Also, ich habe mir zuerst Assassin's Creed 3 gekauft, ne, ja, 3 ist das, das mit, wo man in Amerika und so spielt, für die PlayStation und habe das natürlich in einem Wochenende durchgezockt gehabt, einmal und wirklich lange gespielt damit. Und da ich ja nicht hier bei uns im Bauerndorf in die Schule gehe, sondern in einer Stadt, habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, ich gehe hin mit dem Spiel und tausche das Spiel einfach mal gleich um. Und, hoffe, ich bekomme dafür ein anderes PC-Spiel. Und da ist mir halt so der Gedanke gekommen, ich könnte ja sagen, meine PlayStation ist hin und ich brauche ein PC-Spiel, weil meine PlayStation ist kaputt. Und ja, dann hat sie gesagt, okay, ich soll mir Assassin's Creed für den PC nehmen und habe gesagt, nee, ich muss jetzt aber heim, weil ich habe noch viel zum tun, ich komme morgen. Und sie hat gesagt, ja, natürlich. Und dann bin ich morgen hin und habe mich so versteckt reingeschlichen mit meinem Freund und habe dort alle Assassin's Creed für den PC weggegeben. Also ich habe sie versteckt, dass sie es wirklich nicht mehr finden kann bei DVDs, Musik und so. Und so ist sie dann hingegangen und hat geschaut und da war keins da. Und ich so, ach, können Sie mir nicht um den Preis ein anderes PC-Spiel geben und so. Und da meinte sie, ah, sie weiß nicht, ob das geht und sie war richtig fett, also nichts gegen sie jetzt, aber sie war fett und ich dachte mir, ey, Fette, gib mir das verfickte Spiel und halt deine Fresse. Und ja, aber sie meinte, nein, das geht nicht so einfach und ich sollte entweder morgen kommen, oder weil da ist ihre Chefin da, oder ich sollte mir das PC-Spiel irgendwie suchen und wenn ich es finde, dann kann ich es mitnehmen. Und ich sagte, nee, ich komme morgen und da war ich echt schon angefressen auf die und dachte mir, warum kannst du mich einfach Black Ops 2 geben? Das ist so ein Kackspiel, das wird euch bei euch eh keiner kaufen. Ja, aber es war anders, also es war auch schon Nummer 1 hier. Auf alle Fälle, kam ich dann am nächsten Tag und ihre Chefin oder was das war hier und sie meinte, ja, ich kann mir das mitnehmen, aber ich muss da was unterschreiben, dass ich dieses Spiel nicht mehr umtauschen kann, sonst würde es jetzt nicht mehr bei mir, sonst würde das nicht mehr hier sehen, sonst würde ich mein Geld wieder zurückhaben für so ein Kackspiel. Auf jeden Fall, wie oft denn noch? Fick dich doch, auf alle Fälle. Dann habe ich mir das Spiel dann geholt und das wollte ich euch eigentlich erzählen. Braucht unbedingt schnell ein Gameplay, dass ich das auch gleich hochladen kann, bearbeiten und dass ihr es gleich sehen könnt heute noch. Und wie gesagt, wenn ihr auch sowas schon etwa gemacht habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch dieses Video bewerten, wie ihr es findet, außer vom Gameplay her, das ist nur nebengründlich, aber ihr könnt meine Stimme bewerten und da wird hoffentlich 5 Sterne sein. Also 5 Sterne gibt es nicht hier. Ein Like, genau. Wenn du ein Like gibst, wäre das echt nett von dir, weil das ist ja auch für mich viel Arbeit, immer diese Stories zu machen, zu überlegen, welche Stories könnte ich bringen. Da ich ja alle meine Videos Freitag, Samstag, Sonntag macht, wie die ganze Woche. Weil ich ja im Internat bin. Ah, das wird zum nächsten Gameplay auch wieder kommen. Ja, das war euer Poison. Bis zum nächsten Mal. Ciao.